Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man so ein Ding hier selber zeichnen kann. Also konkret Funktionen, die zwei Variablen als Input benutzen. Sowas wie das hier. Und wo dann eben nicht y zum Beispiel rauskommt, sondern z. Dieser Graph ist übrigens entstanden aus dieser Formel hier oben. So, in meinem Buch steht, man soll das einfach Stück für Stück ausrechnen. Auf jeden Fall will ich jetzt erstmal sagen, was man nicht machen soll. Und zwar soll man nicht machen, was ich zuerst versucht habe. Ich habe zuerst versucht, okay, ich male mir hier eine Z-Achse rein und ich male mir hier eine X-Achse rein und eine Y-Achse, so, so. Und jetzt versuche ich hier irgendwie ein paar Werte auszurechnen, zum Beispiel hier so am X-Wert hier oben. Und dann gucke ich, okay, was ist denn der Y-Wert? Guck mal, wenn wir jetzt X0 hätten, dann ist hier auf jeden Fall ein Y und hier ein Y. Und wenn wir jetzt Y0 hätten, hier und hier. Ah, okay, und Moment, und die sind ja so verbunden und die sind ja vielleicht... so verbunden und dann sind die vielleicht so verbunden. Das sieht ganz einfach und cool aus, wenn man jetzt hier so einen schönen Kreis hat. Ist aber ein bisschen blöd, wenn wir zum Beispiel eine Funktion haben, die uns nachher so ein Ding daraus gibt. Also wo so diese Streifen, die nach oben gehen, extrem dünn sind. Ich will auch gleich nochmal erklären, was das eigentlich bedeutet. Oder ihr werdet es dann vielleicht auch gleich sehen. Jedenfalls dreidimensional anfangen ist unglaublich unklug. Was wir machen wollen, wir wollen die sogenannten Höhenlinien einfach nur ausrechnen. Ist eigentlich erstmal relativ unwichtig, was das eigentlich ist. Bedeutet einfach nur, dass wir uns... Okay, aber ich will es mal erklärt haben. Wir sind nochmal kurz in Wolfram Alpha und zwar Höhenlinien sind diese Dinger. Das sieht dann so aus. Das kennt man vielleicht von irgendwelchen Landkarten. Entschuldigung für den schnellen Switch jetzt. Zum Beispiel, wenn du dir einen Berg anguckst, dann kann es sein, dass der hier diese Linien hat. Und dieses Ding, das Kleine in der Mitte ist das, wo ich hier diese kleinen Dinger, das sind die höchsten Teile und alles, was ich hier drumherum male, ist dann halt ein bisschen weniger hoch. Das heißt, eine Linie gibt immer eine bestimmte Höhe an. Wenn wir uns das jetzt auf diesem Graph hier überlegen, heißt das konkret, dass wir uns angucken, okay, wie sieht das denn in dieser Ebene hier aus, bei diesem Z-Wert hier? Oder wie sieht es denn in dieser Ebene hier aus, bei diesem Z-Wert hier? Also, wie sind da X und Y verteilt? Genau das gucken wir uns jetzt an, wie wir das denn machen. Konkret übrigens wollen wir das an dieser Formel hier oben machen. Die Wurzel aus X² plus 4Y im Quadrat. Und, Achtung, nicht erschrecken. Wir machen das Ganze in Paint, weil das ein wenig einfacher ist, hier irgendwie schöne Sachen zu zeichnen. Und ihr seht auch schon, die Z-Achse ist gar nicht eingeschrieben, sondern es ist quasi so eine unglaubliche Draufsicht. Stellt euch vor, die Z-Achse ist hier in der Mitte und sticht direkt durch den Bildschirm in euren Kopf rein. Damit ihr es euch auch gut merken könnt. Und deswegen, ja, wie gesagt, wir sehen die Höhe hier gar nicht. Wer jetzt noch nicht weiß, was wir machen, einfach weiter angucken und es wird dann hoffentlich klar. So, was heißt jetzt diese Höhenlinien ausrechnen? Das heißt einfach nur, die Höhe ist ja unsere Z-Achse. Das heißt, das Ergebnis von diesem Ding hier. Und wenn wir uns jetzt die Höhenlinien angucken wollen, dann berechnen wir einfach für beliebige Z, für die Z, die uns gut stehen sozusagen erstmal. Das ist das, was für den Unterricht meistens wichtig ist oder für die Anschauung. Für diese beliebige Z berechnen wir das einfach mal. Und relativ einfach, gerade bei der Gleichung hier, ist zum Beispiel der Fall Z gleich 0. Wir überlegen uns, in wie viel, ja, unter welchen Umständen wird Z gleich 0. Und wer gut in Mathe ist, oder nicht in Mathe, aber in Rechnen, der wird feststellen, wenn beides 0 ist, das ist die einzige Möglichkeit. Das heißt, wenn Z 0 ist, dann folgt daraus, dass sowohl X 0 ist, als auch Y. Und genau das wollen wir jetzt am Z-Nullpunkt mal einzeichnen. Hier drin, wir müssen dazu ein bisschen ranzoomen. So, am Punkt, wo x und y 0 ist, das ist genau dieser Punkt, der Nullpunkt. Und wie zeichnen wir jetzt ein, dass das bei der Höhe z ist? Wir sehen ja die Höhe hier gar nicht. Entweder lassen wir es ganz oder wir schreiben einfach hier eine 0 dazu als Zeichen für, ja, bei z gleich 0. So, im Grunde genau das machen wir jetzt weiter für alle z, die wir toll finden. Ich nehme jetzt als nächstes mal die 1. Und wer jetzt gut im Rechnen ist, der wird feststellen, okay, für 1 könnte es schon ein paar mehr Ergebnisse geben. Weil das könnten ja 0,5 sein und das könnten ja 0,5 sein. Oder das wird 0,75 und das 0,25. Also wir haben auf jeden Fall ziemlich viele, ich glaube sogar unendlich viele Kombinationen. So, wie werden wir jetzt Herr des Ganzen? Wir überlegen uns zusätzlich, okay, am Punkt z gleich 1, überlegen wir uns, okay, wir brauchen irgendwie so eine Art Checkpoint. Und deswegen stellen wir uns einfach vor, oder wir setzen jetzt einfach mal die Variable x auf 0. Weil das ist das Einfachste. Und dann bleibt da stehen. Die Wurzel aus 4y im Quadrat soll gleich 1 ergeben. Und das ist immer genau dann der Fall, wenn der Betrag,
wichtig, der Betrag von 2y gleich 1 ergibt. Das heißt, wenn wir können dann auch den Betrag hier hinstellen und den löschen, wenn nämlich 2 Betrag y 1 ergibt. Was heißt das, wenn y 0,5 ist oder minus 0,5 ist? Und genau das zeichnen wir jetzt ein. Und ich stelle gerade fest, irgendwie habe ich hier x und y vertauscht. Ist korrigiert, rangezoomt, das hier ist die y-Achse und wir haben gerade ausgerechnet, wenn also jetzt x, wenn wir hier auf der 0, auf dem Nullpunkt, nicht auf dem Nullpunkt sind, wenn x 0 ist und y entweder 0,5, also hier, oder minus 0,5, also hier, ist, dann ist es 1, dann ist z gleich 1. Die Punkte merken wir uns einfach mal. Und jetzt rechnen wir das Ganze nochmal durch, aber für y gleich 0, dann erkennen wir, der Betrag von x muss 1 sein und das ist dann 1 oder minus 1. Das ist dann auf der x-Achse 1 oder minus 1. So, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal 4 Punkte. Die könnte man jetzt einfach mit so einer geraden Linie verbinden, wenn es ein Viereck wäre. Tun wir aber nicht. Wir könnten es auch rund verbinden. Wie geht man jetzt weiter vor? Wenn du jetzt schon weißt, wie das Ding hier aussieht nachher, dann kannst du schon zeichnen. Ansonsten guckst du dann, weiß nicht, hier bei x, also ja, am besten bei x 0,5 oder bei und x 0,5 und y 0, weiß nicht, was das, 1,0,25. Und dann wirst du irgendwo einen Punkt hier erhalten und dann wirst du irgendwo noch einen Punkt hier erhalten, je nachdem. Also du kannst erstmal, wenn du absolut keine Ahnung hast, kannst du ausrechnen. Wenn du aber gut bist und weißt, wie die Kreisformel und die Ellipsenformel aussehen, dann weißt du ungefähr, dass das hier eine Ellipsenformel ist. Und dementsprechend malen wir mal, oh übel, eine Ellipse, am besten mit dem Ellipsenwerkzeug. So, und wir schreiben uns wieder dazu, das ist, wenn x, bei z auf der Höhe 1, das war auf der Höhe 0, wir sind auf der Höhe 1. Oh Mann, ich sehe schon das Video über 20 Minuten, wir müssen es ein bisschen abkürzen hier. Okay, jetzt rechnen wir genau denselben Schmodder nochmal durch für z gleich 2, ist 2 gut? Ja. Warum ist 2 gut? Weil wir gut die, weil wenn das 4 ist, dann kriegen wir eine saubere 2 raus. Wenn hier 3 steht, dann ist es ein bisschen nervig zu rechnen. Und wir machen hier im Grunde wieder genau denselben Trick. X und Y setzen wir jeweils einmal 0 und gucken uns dann an, was da eigentlich rauskommt. Boah, ich schmier es mal ein bisschen hin. Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann müsste es hier stehen, Y, der Betrag von Y muss 1 sein. Und wenn Y 0 ist, dann muss der Betrag von X 2 sein. So, Frage, warum eigentlich 0? Ja, man kann hier im Grunde alles Mögliche einsetzen. Man sollte das nehmen, was möglichst einfach ist. 0 ist so praktisch, weil dann eben ein Ding wegfällt und wir uns nur noch um das andere kümmern müssen. Außerdem, wir haben hier in unserem Koordinatensystem zwei richtig fette Balken, die genau diese zwei Nullpunkte zeigen. Nämlich einmal, wenn hier das y 0 ist, dann muss es irgendwo hier sein. Da sind alle schon unsere Markierungen vorgefertigt und wir müssen nicht irgendwie hier so komisch in den Raum rein und dann hier nochmal. Das geht mit Paint, aber mit Bleistift ist ein bisschen nervig. Jedenfalls, lasst uns das eintragen. So, der Betrag aus der Betrag aus 1 ist plus minus 1. Und wenn y 0 war, dann war es plus minus 2. Also machen wir hier die Markierungen hin. Ihr seht, wie das vermutlich enden wird. Und auch hier ziehen wir wieder, ich hätte am Anfang statt der Bézier-Kurve einfach hier diese tolle Ellipse nehmen sollen. So, damit funktioniert das auch. Und auch hier schreiben wir uns wieder dran bei z gleich 2. So, nächster Wert, den wir für z einsetzen. Welcher ist es? 3, 2, 1, 4 wird das sein. Warum? Weil die Wurzel aus 16 4 ist und das lässt sich wieder sehr geil rechnen. Also hier wieder selber Schmodder, x und y jeweils einmal 0 setzen. Z4, x 0 in diese Formel eingesetzt, führt dazu, dass der Betrag von y unbedingt 2 sein muss. Und wenn y 0 und z4 eingesetzt wird, daraus folgt, dass x 4 sein muss. Eben genau diese Werte setzen wir auch ein. Bei x 0 ist y plus minus 2. Achtung, nicht verwirren lassen. Die 2 hier, die stand nicht für die Länge hier, sondern diese 2 stand ja, wie diese 1 auch und diese 0 auch, für die Höhe von z, für den Wert von z. Und bei y 0 lagen wir hier bei der 4. Moment, hier ist. Und auch hier wieder ein tolles Ellipschen drumherum. Und das hier war auf der Höhe 4. So, vielleicht habt ihr auch schon hier das Muster erkannt, was hier eigentlich nachher dann rauskommt. Und zwar z und x haben immer den gleichen Abstand, während y immer die Wurzel aus dem z-Wert ist. Wer das erkannt hat, weiß dann, Achtung, das hier, wir reden jetzt von der y-Achse, Abstand 1 zur y-Achse, Abstand 2 zur y-Achse, Abstand 3 zur y-Achse.
So, wer das Muster erkannt hat, der weiß natürlich jetzt auch, welcher Z-Wert für dieses 3 hier, für diese 3 hier zuständig ist. Für den Z-Wert 4 war es der Y-Wert 2 und für den Z-Wert, oh, und für den Y-Wert 3 ist es der Z-Wert 9. Das heißt, auch der X-Wert wird bei 9 liegen. Und das ist der Grund, weshalb ich dieses Ding so riesig gezeichnet habe. Also hier und hier. Ja, und wer zählen kann, ist klar im Vorteil. Die 9 war nämlich hier. Wie gesagt, das war der Z-Wert 9. Sieht ein bisschen aus wie ein G. So, warum konnte ich das jetzt einfach so einzeichnen? Für alle, die da irgendwie jetzt gedacht haben. Ich habe das vorher alles ausgerechnet. Also natürlich, man fängt irgendwann an, dieses Muster zu erkennen, gerade wenn man weiß hier, dass das Ellipsen sind. Aber wie gesagt, wenn ihr einfach absolut auf dem Schlauch steht, dann macht's einfach so weiter. Geht einfach Stück für Stück ein paar Z-Werte durch, am besten welche, die man gut ausrechnen kann. Deswegen 2, 4, als nächstes die 5 und dann immer einmal x und einmal y 0 setzen. Und ganz ehrlich, bevor ich das Ding, also ganz am Anfang hatte ich auch nur so 4 Punkte hier und hatte erstmal keine Ahnung, wie man die verbindet. Ich habe vorhin so ganz locker gesagt, naja, wer weiß, wie die Ellipsenformel aussieht. Mir war das auch nicht klar. Deswegen zu dem Zeitpunkt, als ich das am Anfang gemacht habe, habe ich dann mir so einen beliebigen Wert hier rausgenommen. Zum Beispiel diesen hier und diesen hier. Und die einfach sicher. Oh, und diesen hier. Und die einfach sicherheitshalber ausgerechnet. Und dann auch nochmal diesen genommen und diesen hier. Und auch sicherheitshalber ausgerechnet. Also mit Taschenrechner dann. Also, wie gesagt, wenn man sich nicht sicher ist, einfach zwischendurch die Werte dann in den harten Apfel beißen oder in den sauren Apfel beißen. Die Zwischenwerte einfach ausrechnen und dann kann man sich auch sicher sein. So. Aber gut, jetzt haben wir hier irgendwas, aber was ist das eigentlich, was wir haben? Im Grunde sind wir schon fast fertig damit. Jetzt brauchen wir ein bisschen bildliche Vorstellung. Und zwar, wir müssen uns jetzt vorstellen, dass das Ding hier einmal so, wie zeichne ich denn das? So? Irgendwie so gedreht wird, sodass die Z-Achse dann irgendwie oben landet. Und dann werden wir auch feststellen, dass, wie gesagt, das ist ja auf der Z-Höhe 9. Das hier ist auf der Z-Höhe 4. Das heißt, dieses Ding hier wird irgendwie weiter oben stehen, wenn wir das drehen, als zum Beispiel hier das hier oder dieser, am besten dieser Nullpunkt hier, der nun Punkt ist. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt erstmal so ganz simpel, sage ich mal, drauf gucken, dann sieht das Ganze möglicherweise irgendwie in die Richtung aus. Vielleicht sieht es auch so aus. Das kann auch sein. Vielleicht sieht es auch so aus. Das kann auch sein. Aber es hat einen von diesen Formen hier. Natürlich, ja, wenn wir eine richtig fiese Funktion hätten, dann könnte es auch so aussehen hier, was ein bisschen blöd wäre, aber wir hoffen am besten, dass wir sowas nicht kriegen. Jedenfalls, bevor ich das jetzt alles drehe, wir gucken uns das einfach direkt mal an. So, das ist das Ergebnis aus dem, was wir gerade gerechnet haben. Jetzt sehen wir auch, dass es diese Wölbung hat. Ein bisschen komisch ist, dass das hier abgeschnitten ist. Da sage ich dann gleich nochmal was dazu. Aber wie gesagt, wenn wir das hochdrehen, was wir eben gemalt haben, wir können auch hier nochmal ein bisschen runterscrollen kurz. Das ist, was wir eben gemalt haben. Wir haben hier dieses Stück für Stück diese Kreise eingezeichnet. Und dann haben wir uns überlegt, okay, jetzt, wenn wir das jetzt so ein bisschen hochdrehen, dann ist ja hier oben dieser oberste Kreis, ist dann, okay, ich habe keinen Bock jetzt zu rechnen, könnte dann unserer Zeichnung zum Beispiel der sein, wo der Z-Wert 9 war. Hier, dieser ganz große, der würde ja hier eigentlich, geht der hier noch so weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das hier so gebogen? Da komme ich auch gleich nochmal zu. Und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, viel, viel besser kann ich es an der Stelle nicht erklären. Ich hoffe einfach, dass man sich das jetzt bildlich vorstellen kann, dass man das hochdreht. Natürlich, jetzt geht es ans Hartzeichnen. So, dazu gucken wir uns jetzt dieses Koordinatensystem an. Und jetzt wollen wir hier reinzeichnen. Aber erstmal nicht die Ringe, die wir eben gezeichnet haben. Sondern wir gucken uns erst den kompletten Verlauf an auf der X- und auf der Y-Achse, wenn eine von beiden 0 sind. Dazu müssen wir nochmal hier rüber. So, auf eine neue Folie, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Also, Entschuldigung, wir springen nochmal. Was wir jetzt machen wollen. Eben haben wir von oben einmal drauf geguckt. Also von hier oben. Moment, wie male ich denn das? Eben haben wir von hier oben mal drauf geguckt und geguckt, wie sieht das aus, wenn wir nur die X- und die Y-Achse sehen. Und als nächstes gucken wir uns das von der Seite an, und zwar aus der Richtung der X-Achse, so, und gucken, wie das aussieht, wenn wir die X-Achse nicht sehen, sondern nur Y und Z. Das heißt konkret, wenn die X-Achse 0 ist, wie verläuft dann Z, wenn wir Y beliebig verschieben hin und her? In der Formel sieht das dann so aus. Wir setzen X auf 0 und bekommen das hier raus.
und bekommen außerdem das hier raus. So, und wer jetzt aufgepasst hat, der sieht ja, dass das im Grunde genau dasselbe ist wie das hier, nur dass statt der 1, die wir vorher festgelegt haben, jetzt ein Z dasteht. Das heißt, Z ist immer der doppelte Wert von dem Betrag von Y. Was heißt es für unsere Kurve, die wir in unseren Graph einzeichnen wollen? Entweder weiß man, dass das hier eine Gerade wird, oder wir können es kurz ausrechnen. Am Punkt Y0 ist Z auch 0, ist hoffentlich klar. Wenn Y 1 ist, dann ist Z 2. So. Wenn Y minus 1 ist, ist Z immer noch 2. Wenn Y, und jetzt ist der Clou, wenn wir absolut keine Ahnung haben, welchen Wert nehmen wir als nächstes für Y? Wir nehmen am besten natürlich Werte, die auch hiermit übereinstimmen, damit wir gleiche Punkte haben im Koordinatensystem, die wir dann einfacher nachher verbinden können. Konkret heißt das zum Beispiel, wir nehmen noch den Punkt 2, weil dann kommt Z4 raus. Und wir nehmen auch den Punkt minus 2, weil dann auch Z4 rauskommt. Und wir nehmen zum Beispiel auch den Punkt 4. Nehmen wir den? Der hat eigentlich nichts mit den Punkten vorher zu tun, aber ist ja egal. Wird auf jeden Fall zu 8. Und minus 4 wird auch zu 8. Und die Punkte tragen wir jetzt in die dreidimensionale Dings ein. Am Punkt 0 sind wir 0. Und das machen wir am besten rangezoomt. Am Punkt Betrag 1 sind wir 2. Am Punkt, oh, jetzt wird's heftig. Lasst mich nicht lügen, wie man das Ding hier richtig einzeichnet. Ich mach's einfach mal irgendwie. Am Y-Wert plus minus 1 ist Z2. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Wir können einfach mal hier so ein paar gestrichene Linien machen und hier was dazu parallel ist. Und auch hier machen wir was dazu parallel ist. Und auch hier machen wir was dazu parallel ist. So, dann haben wir Punkt 10 und Punkt den. 2,4 minus 2,4. Ihr seht also schon, das geht ziemlich hart in die, Moment, 1, 2, 3, 4, wie hoch müssen wir denn eigentlich gehen hier? Es geht ziemlich hart in die, ich glaube, 6. Klasse oder sowas müsste es gewesen sein. Vom Dings, was wir hier machen. Der einzigste Unterschied ist, dass es halt jetzt dreidimensional ist. Na, ungefähr hier. So, und jetzt können wir die auch im Grunde schon verbinden. So, da habe ich das Video ein bisschen zu früh pausiert. So, nochmal. Es ist ein bisschen falsch von den Abmessungen hier gemalt, deswegen sieht es ein bisschen falsch aus oder nicht, ist nicht die Form, die es haben sollte, aber es kommt auf das Prinzip an. Wir überlegen uns, wo sind die Punkte und dann verbinden wir die Punkte entsprechend miteinander. Und genau denselben Schmarrn, den machen wir jetzt auch nochmal für die X-Achse. Aber das brauchen wir nicht im Video ausrechnen, aber vielleicht schon. Also wir überlegen uns, was passiert, wenn die Y-Achse 0 ist und wie können wir dann die X-Achse verschieben. Das heißt, wir haben einfach nur einen Betrag von X ist gleich Z. Das ist relativ einfach einzuzeichnen, weil im Grunde dann die Z-Achse immer genauso ist wie die X-Achse. Zum Beispiel nehmen wir die X-Achse am Punkt 3. Wir malen das mal nach 8. Moment, wir nehmen auch am besten eine andere Farbe. Am besten natürlich eine, die man genauso schlecht sieht. So, am OA. Jetzt aufpassen, wir sind ja jetzt in der X-Richtung. Das heißt, es geht nach vorne raus. So. Und hier hinten geht es nach hinten raus. So, und dann wissen wir haben hier einen Punkt und wir haben hier einen Punkt. Der bringt uns jetzt eher relativ wenig, weil wir wollen ja am besten was haben, was wir mit den anderen Punkten hier verbinden können. Deswegen nochmal was machen, was wir auf der hier auf der Z gleich 4 Ebene haben. Das wäre dann eben hier bei X4. Auch hier malen wir das wieder in die Richtung. Ja, es ist viel Zeit, die hier drauf geht. So, und dann haben wir hier noch einen Punkt und hier noch einen Punkt. Und diese zwei Punkte hier, und diese zwei Punkte hier, die sind auf jeden Fall auf gleicher Höhe. Lasst uns das mal merken. Entschuldigung, nicht dieser hier. Oh hell. Wir machen den mal dunkel. Viel bessere Idee. So, die grünen Punkte sind alle auf der gleichen Ebene. Und auch noch für Z gleich 2, das wäre dann ein X gleich 2. Am besten so. Und am besten, wir nehmen hier auch mal eine einheitliche Farbe, die lila. So. Den einen störenden Punkt wieder weggemacht. Und dann können wir auf jeden Fall jetzt auch schon mal hier diese Werte verbinden. Das sieht dann so aus und das sieht dann, oh hell, ich weiß noch nicht. Guck mal so. So. Der geht eigentlich hinten durch, der geht eigentlich hinter dem Lila durch. Ja, mit Bleistift sieht das dann ein bisschen schöner aus. So, nur die Konturen ein bisschen nachgezogen. Okay, ihr seht schon, es wird immer unübersichtlicher. Aber das macht überhaupt nichts, weil wir haben schon alles, was wir brauchen. Jetzt müssen wir nämlich da einfach nochmal nur diese Kreise entsprechend einsetzen. Und zwar, wir wissen, es sind Ellipsen, und zwar am Punkt 2, 4, 9. Was wir jetzt wissen, ist, wir wissen, es sind Ellipsen, auf der, wenn wir die X-Achse nicht, wenn wir die Z-Achse nicht angucken, sind es Ellipsen. Und diese, ich weiß nicht, das sind keine Parabeln, aber diese Kurven, diese anderen Kurven hier, die von oben nach unten gehen, einfach nur, die wir gerade gezogen haben,
deren Form kennen wir auch. Wir müssen jetzt einfach nur die eine Form in die andere reinpressen und dann sind wir da, wo wir hinwollen. Und zwar konkret, am besten Bleistift nehmen und dann so einen Kreis hier ziehen. Im Grunde so, wie ich das, glaube ich, ganz am Anfang des Videos schon mal gemacht habe. Bam! Und dann hier nochmal genau denselben Kreis ziehen mit der Ellipse. So sieht das dann aus. Verdammt grausam in meinem Bild. Ich hoffe aber, es ist zumindest rübergekommen, was wir eigentlich gemacht haben. Ich will es nicht zusammenfassen, damit das Video nicht noch länger wird. Weil jetzt kommen ja auch noch die Sachen, auf die man aufpassen sollte oder die einen nicht schockieren sollten. Was mich immer hart genervt hat, ist dieser Kram hier. Warum ist diese Linie hier so? Das haben wir doch gar nicht berechnet. Oder woher weiß ich denn, dass diese Linie so zu berechnen ist? Oder dass diese so zu berechnen ist? Dazu muss man sagen, das ist ja hier nur ein Ausschnitt. Das ist der Grund, weshalb das hier so abgeschnitten ist. Das ist ein Ausschnitt, den wir uns angucken. Und wenn wir jetzt mal hier auf diesem Bild hier gucken mit den Höhenlinien, dann sehen wir, so gucken wir uns diese Linie mal an. Die geht von hier so bis hier. Und hier ist sie abgeschnitten. Eigentlich, wenn man weiterrechnet, geht sie ja noch weiter so rum und dann hier rein. Aber wir gucken uns nur den Ausschnitt an, deswegen sieht sie hier abgeschnitten aus. Und wenn wir dieses Ding, dieses, wo das hier abgeschnitten ist, das Ding hier drehen, dann ist diese Linie vielleicht zum Beispiel, sagen wir, diese Linie hier. Und genauso wie die eine Linie hier aufhört, hört die andere Linie auch hier auf. So stellen wir uns das am besten vor. Und in unserem Bild wäre das dann so, wenn das hier unsere Linien sind, dann könnten wir sagen, wir wollen, oh, auf jeden Fall was mit Schwarz machen. Wir wollen uns nur diesen Ausschnitt hier angucken. Oder noch weniger, wir wollen uns nur diesen Ausschnitt hier angucken. Moment, am besten so. Und so. Diesen Ausschnitt wollen wir uns nur angucken. Und dabei fällt Folgendes auf. Und zwar, dass wir hier nur so ein ganz, ganz kleines Ding haben. Und hier auch nur so eine ganz, ganz kleine Ecke. Und hier auch nur eine ganz, ganz kleine Ecke, genauso wie hier. Und außerdem, wir erinnern uns, dass diese Linie hier oben die höchste Linie war. Das heißt, dadurch, dass wir nur uns diesen Ausschnitt angucken und diese Linie die höchsten sind, sieht das dann, wenn wir uns das plotten lassen oder malen, dann sieht das so, wenn das jetzt unsere Kurve auf der x gleich 0 Achse, also auf der y-Achse ist, wenn x gleich 0 ist, das ist unsere Kurve. Ach, was soll's. Also einmal habe ich diese Kurve gezeichnet hier und einmal habe ich dieses Ding hier gezeichnet. So, und das sieht dann so aus, als ob die zum Beispiel so verbunden sind. Zack. Wenn ihr vielleicht mal zur Übersichtlichkeit dieses hier wegradieren, dann sieht es ein bisschen besser aus. Also, dass das hier so runtergeht, das sieht dann so aus. Warum sieht das so aus? Weil wir das ja hier an einem Stück, dieser Teil hier, das ist ja. Okay, das ist doof. Bäm, andere Farbe. So, dieser Teil hier, das ist ja dieser hier. Warum? Der Teil ist ja gar nicht so hoch wie dieser hier. Es ist jetzt nicht dieser riesige Höhenunterschied wie hier, das stimmt schon. Aber das ist nur zur Verdeutlichung. Das ist auf jeden Fall tiefer, deswegen sieht es hier im Abschnitt tiefer aus. Obwohl dieser Ring an sich, dieser Höhenring an sich, geht ja noch weiter. Das heißt, das Ding geht eigentlich auch noch weiter nach oben und ist auch ein Kreis. Das ist nicht so. Das, wie gesagt, sieht nur so aus, weil es eben an dieser Stelle abgeschnitten ist. Das sollte auf jeden Fall. Solltet ihr euch auf jeden Fall merken, wenn ihr genauso wie ich an dieser Stelle dieselben Probleme habt. Weil ich habe mich immer gefragt, warum ist das denn hier so? Warum ist dieser denn. Wie berechne ich denn hier diese Parabel? Wie berechne ich denn das Ding hier? Aber brauchst du ja gar nicht. Du musst ja nur wissen, eigentlich ist das so ein Ding hier, was da oben ist, wo einfach gesagt wurde, okay, wir lassen das hier weg und wir lassen auch das hier weg. Wir haben es einfach abgeschnitten. Und deswegen, wie gesagt, ich wiederhole mich, sieht es einfach in dieser Form dann so aus. Ansonsten nochmal kurz ein kleiner Tipp fürs Malen. Und zwar, wie verbindet man eigentlich drei Punkte miteinander, dass das irgendwie schön, oder am besten vier Punkte miteinander, dass es das schön rund aussieht, wenn ich das malen soll? Dann nehme ich meinen Bleistift und male mir erstmal hier ungefähr, wie ich hier zum Beispiel so, ungefähr wie ich hier die Kurve haben will. Ich mache das mal nur an dreien, damit wir gleich sehen, was passiert, wenn das nicht so ist. Und dann geht man mit dem, schwingt man, ich würde es am besten im Video zeigen, aber meine Kamera ist gerade kaputt. Dann schwingt man den Bleistift so ein bisschen zwischen beiden Dingen hin und her und zieht immer so hier so einen kurzen hier und 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 setzt immer mehr auf und schwingt immer so hin und her und dann kriegt man nach und nach, kriegt man hier so eine mehr schlecht als rechte, wobei, also mit Bleistift geht das ziemlich gut, dann kriegt man so ein gutes Ding hin. Wenn wir jetzt diese Dinger, die ich am Anfang nicht gemacht, die ich am Anfang gemacht habe, nicht machen, dann wird das nämlich mit dem Bleistift nachher so aussehen.
So, wir gehen auch wieder hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Und ihr seht schon, das ist nämlich jetzt eine Spitze hier. Wenn man eine Spitze will, dann soll man eine Spitze haben. Aber wenn man keine Spitze will, dann sollte man sich am besten hier diese Dinger vorher machen. Dann hat man so eine Orientierung, in welcher Form seine Kurve ungefähr verlaufen soll. Wie gesagt, also so zack, zack, zack. Ah, okay, das geht mit der Maus echt schlecht, muss ich sagen. So, wenn wir das jetzt mal, weißt du, immer so weiter. Und dadurch wird das Ding auch immer ein bisschen dicker und anschaulicher. Oder gut sichtbarer, will ich sagen. So, ich weiß nicht, wie lang das Video wirklich geworden ist, aber es scheint mir verdammt lang geworden zu sein. Ich habe viel geredet. Und wir wollen doch nochmal zusammenfassen. Also, wenn wir dieses Ding hier malen wollen, dann als allererstes mal die Höhenlinien ausrechnen. Das heißt, für verschiedene Z-Werte, die uns gut erscheinen, malen wir einfach mal den Kreis für X und Y auf. Oder kann ja auch sein, dass es kein Kreis ist, sondern hier irgendwie sowas. Das wäre natürlich echt übel zu zeichnen, aber kann ja sein. So, und wenn wir das haben, oh Mann, das Bild sieht echt übel aus, dann gucken wir einmal nur von dieser Seite hier drauf und rechnen und gucken einmal nur von dieser Seite hier drauf und rechnen. Das heißt, wir kriegen dann einmal so eine Kurve und einmal kriegen wir so eine Kurve. Und dann setzen wir einfach nur die Ringe, die wir ausgerechnet haben, auf diese Kurven drauf, wenn wir es denn so haben wollen. Ja, in der Regel wollen wir das, wenn wir es in 3D zeichnen sollen. Und dann sind wir eigentlich fertig. Das Einzige, was halt wirklich das Problem ist an dem Ganzen, ist, dass du halt so viel rechnen musst, dass du diese ganzen Punkte, gerade wenn es keine Ellipse ist, sondern vielleicht irgendwie wirklich vielleicht sowas, was man sich nicht so, wo du sagst, du siehst die Formel und ey, keine Ahnung, was das ist. Oder vielleicht noch geiler mit irgendeinem Sinus drin, ich weiß nicht, was dabei rauskommen kann alles. Wie gesagt, das ist der Trick bei der Sache. Und lasst euch auch nicht verwirren. Es könnte natürlich auch sein, ich weiß nicht, ob das jetzt mathematisch Sinn macht, aber es kann ja auch sein, dass eure Höhenlinien gar keine tollen Kreise sind, sondern hier, oh hell. Also da aufhören, in Videos zu fluchen, sondern dass ihr so Streifen rausbekommt. Was das dann konkret bedeutet, ist, dass ihr, ich mal es einfach mal drüber, dass ihr im dreidimensionalen Raum einfach so ein Brett irgendwo liegen habt. So sieht das dann aus. Ein Brett oder vielleicht sieht das auch ein bisschen anders aus. Ihr könnt auch einen fliegenden Teppich haben, den brauche ich jetzt nicht zu zeichnen. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Am besten mal bei Wolfram Alpha ein paar Formeln eingeben, dann seht ihr. Also mit ein paar Formeln eingeben meine ich sowas wie, wie ist es, wenn hier hoch 3 steht, wie ist es, wenn hier hoch 4 steht, wie ist es, wenn überhaupt keine Hochzahl da ist oder nur 1 hat eine Hochzahl. Und dann einfach mal gucken, wie sieht der Plot aus und wie sehen die Höhenlinien aus. Dann kann man schon aus den Höhenlinien raussehen, okay, das ist das, das ist das. Also das hilft auf jeden Fall. So, und nach diesen verdammten 20 Minuten will ich auch langsam zum Ende kommen. Und ich hoffe, vielleicht irgendwie hat dieses Video geholfen. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin.